Seid gegrüßt und willkommen zur dritten Episode meiner Partisans 1941 Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich guck mal, warum er nicht trifft. Und das war wegen gebrochener Arm. Bewegungstempo verringert. Diese Partisan kann keine Gewehre schrot von MPs und... Ah, okay. Ich hatte aber doch noch... wegen... Was ist das? Was ist das hier? Stärke? Nee. Schnelleres Tragen von Leichen. Das hier, genau. Stell deiner Wille, war das das? Ermöglicht es dir, die Folgen leichter Verwundungen bis zum Ende der Mission zu ignorieren. Entweder nehme ich das. Feuer unterdrücken. Gezieltes Feuer. Ah, cool. Unterdrückungsfeuer. Oder ich könnte ihm ja auch. Ich glaube, diese Spritze hier verabreichen, oder? Ermöglicht es deinen Charakteren, ihre Wunden zu versorgen und die Schmerzen bis zum Ende der Mission zu ignorieren. Handschnitt. Oh, hier sehe ich leider nicht, was da steht. Ich würde es hier drüber versuchen, über die Fertigkeit stählerner Wille. Vielleicht hilft es ja. Wäre natürlich echt super. Geht leider nicht. Oder? Moment. Nee, er kann das Ding gar nicht dran. Aber vielleicht doch ganz gut, dass er jetzt besser... Nee, wo kann ich hier nochmal diese Moralübersicht sehen? F1 und dann auf alle, genau. Fast im normalen Zustand. Na gut, ich muss jetzt das Problem lösen, wie ich diesen Panzer hier bearbeite. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwie alles hier machen müssen. Keine Ahnung. Hier habe ich ja alles durch. Mal eben die Karte aufrufen nochmal. Genau, das komplette Ding habe ich ja jetzt geklärt. Was heißt das denn hier? Fein. Achso, da ist eine Wache drin. Oh. Hier könnten wir raus. Ich habe keine Angst vor den Partisanen. Die sollen nur kommen. Oh, kann der hier raus eigentlich? Okay. Ja, geht ihr mal alle dahin? Also du musst ja eh jetzt hier raus. Nee, 3, geh mal bitte dahin. 2, geh dorthin. Und du musst leider mal rein. Ich hoffe, du bist echt gut da drin, es im Messer werfen. Ich hoffe, ich habe das Messer bei dir angelegt. Nur hat er. So. Wenn er sich jetzt wieder umdreht, also noch da, dann gehe ich rein. Geh schon mal zur Tür. Okay. Geh die Tür einfach auf. Alter. Aber es hat niemand mitbekommen. Jetzt habe ich auch mal die Sicht hier raus. Ich würde sagen, den tragen wir weg. Nicht, dass hier einer vorbeikommt und reinschaut. Der kommt hier ins Gebüsch. Zack. Genau, dann sammle ich meine Truppen. Wir gehen einfach mal hier raus. Ihr könnt gerne rennen, Leute. Ja, er ist halt voll eingeschränkt, ey. Och, ich versuche das jetzt einfach, ob wir den heilen können. Wir werden ja früher oder später, wenn wir Sachen herstellen können. So, du bist voll, ne? In den normalen Zustand. Ach, da sehe ich das ja auch. Normal. Verwundung macht sich erst nach dem Ende der Mission. Oh, Generschütterung. Oh. Das ist natürlich echt nicht gut. Naja, Spritze auf 2. Vielleicht geht das dann ja. Aha. Aha. Right. Ja, jetzt kann er wieder sein Gewehr benutzen. Nice. Gut. Oh, Alter. Verbinde dich. Nicht, dass der mir noch wegstirbt hier, ne? Oh, der stöhnt schon hart, laut. Oh, ich komme gar nicht mehr nach rechts. Ich hoffe, wir können hier gut durch. Bis hier sollte ja keiner gewesen sein. Ich meine, ich habe hier ja nichts gesehen. Na, hier sind bestimmt irgendwelche bösen Jungs. Also wirklich Jungs. Oh, da ist auch einer. Genau. Du wirst bis da gucken können, ne? Ja. Wow. Ah gut. Gebüsch. Okay, er patrouilliert. Wenn, also wenn er da steht, können wir ihn locker... Wow. Das ist natürlich ärgerlich. Bei? Ach, da ist auch noch einer. Oh je. Oh, mal eben speichern. Du bist ja nicht im Nahkampf angeblich
nützlich. Ich würde gucken, dass ich den da reinkriege und dann entweder... Achso, du bist gar keine Wache. Oh, der geht sogar ans Gebäude. Oh, das müsste doch funktionieren. Da hier ans Gebüsch. Oh ja, da gehe ich ran. Und du würdest dann ihn irgendwie... Oh. Also zwei muss auf jeden Fall daran. Also hier das machen. Wir müssen erst den holen. Er geht hier, dann geht er gleich da oben hin. Ey, ich hoffe, das klappt. Angeblich soll es dir gehen, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Oh Gott, da kommt ja noch einer. Mäh. Let's do it. Hier kommt es ja auch angeblich. They found me. Ey. Oh, okay, ich dachte, der geht jetzt suchen, aber der ist in seiner normalen Patrouillenroute drin. Der könnte mir echt gefährlich werden. Kacke, der könnte mir auch gefährlich werden. Oh je, ich hoffe, der stellt sich so hin, dass er den gar nicht sehen kann. Wie mache ich das jetzt? Rechtsklick, speichern, linksklick. Ah, nicht schießen! Nochmal neu laden, nee. Mann, wie mache ich denn Nahkampf? Oder brauchst du ein Messer dafür? Es könnte natürlich echt sein, dass du das Messer dafür brauchst. Mann. Aber wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich muss erstmal gucken. Also, ey, du hast kein Messer, das wird es nämlich sein, weil du kein Messer dabei hast. Gönn dir, hole das Messer. Voll unauffällig. So, du gibst es ihm, dein Ersatzmesser. Out of ammo, meint er. Jetzt kommt natürlich hier hin. Ah, okay, jetzt checke ich das, glaube ich. Ah, ich hätte ihm das Messer ausgerüstet. Ja, okay. Gut. Das ist natürlich sehr sinnvoll, dass er das Messer ausgerüstet haben muss. Gut, versuchen wir es gleich nochmal. Oh, es dauert jetzt ewig. Vielleicht kriege ich ihn jetzt ja da schnell hingebracht. Ups. Da war nichts. Ich bin nicht gerannt oder so. Wo ist 3? Ach ja, der stöhnt hier rum. Der wird auf keinen Fall gesehen, ne? Klar. Aber hier, das kann ich nicht bringen, wenn ich das hier mache, weil... Obwohl, in diesem kleinen Bereich... Nee, das muss er machen. Ah, ist der... Ah, so geht das. Hol ihn dir schnell. Huiuiui. Hat er was zu looten? Nö. So ist die Frage, wo der hingeht. Solange er da ist, kann ich mit ihm nicht da hingehen. Also erstmal, weil das hier halt offen ist. Oh, der will sogar da hingehen. Oh je. Unterhalten. Wo geht er denn bitte hin? Okay. Ich hätte mit ihm einfach hier hochgehen sollen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Gut, also ich meine ihn. Wo zum Henker ist der hin? Ist das der? Ah, okay, der ist es. Aber er wird den nicht sehen. Verdammt, das schaffe ich nicht. Nö. Das können wir knicken. Nee, das hätte ich besser machen können. Hm.
Ich weiß ja, dass der eine nach unten geht. Das heißt, wo ist er jetzt hier? Hier ist doch noch einer. Ich gehe das Risiko ein, dass ich eben hier hochgehe. Nee, nicht drüber, nicht drüber, nicht drüber. Genau, hier hin. Genau, ihn hatte ich dann ja hier hingebracht. Ist das jetzt der, der von da oben kam? Hm. Nee, ist er nicht. Oh nee, ich muss den ja noch. Upsi. Ach, wir haben das doch, wir haben das Messer gewechselt. Oh, jetzt hat er Loot. Unsere Heilung. Alter. Genau, wenn die sich jetzt unterhalten, kann ich mit ihm... Find cover, now. Ups. Der hatte mich fast... Warum dreht er sich auch dahin? Krass. So, du gehst jetzt hier rüber und dann trägst du den halt weg. Ich weiß aber nicht, wohin. Wir könnten da rein, ne? Genau. Mach das mal bitte. Lauf, lauf, lauf. Bleib da, bleib da. Der ist da drin. Fein. Heieiei, er gähnt, okay. Nimm halt alles mit. Richtig gut mit dem Messerchen. Genau, da ist noch einer. Oh, der wird ihn angucken. Aber er steht ja gleich hier. Das heißt, ich kann ihn auch locker wegholen. Der wird sich nicht umdrehen. Dreh dich nicht, dreh dich nicht, dreh dich nicht, dreh dich nicht. Danke. Aber gut, dass er auch mal was machen kann, der Fetisov. Die Frage ist, ob hier noch welche sind. Wir gehen einfach mal hier rein. Oh Gott. Geh halt noch auffälliger. Nee, komm, du gehst jetzt außen rum. Er wird sich ja niemals in die Richtung drehen. Gut, das passt jetzt. Ey, ein Glück, dass er sich nicht so weit dreht. Nee, nicht da rein. Wir gehen in die Büsche. Ich will ihn looten. Affirmative. Calm down. I'm on it. No stopping us. Eieiei. Ich denke, es haben wir eigentlich alle. Aber trotzdem verstecken wir hier natürlich ihn. Du gehst jetzt mal bitte hier rein. Ah, du gehst ihn befragen. Du kommst jetzt hier hin. Eins. Das ist uns. Wir wollen einen Blick auf den Tank sehen. Der Platz ist voll Faschisten. Oh. Spare me. Es ist nicht über die Waffen. Es ist über die Skill. Genau. Young people these days. Listen, there's a stash near the swamp, past the fence. I keep my submachine gun there. Picked it up on the battlefield, but I never had the courage to use it. I reckon you're gonna need it. Ich habe ja mit für ihn, also mit oder für ihn, eine Maschinenpistole gesucht. Das trifft sich ja echt gut. Wir gehen jetzt erstmal hier alles in Ruhe looten. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Mine. Oh, deutsche Anti-Infanterie. Minen verursachen Flächenschaden. Okay. Ja, es wird halt nichts gegen Panzer ausrichten. Aber wenn man hier die Patrouillenrouten gut kennt. Oder gesehen hat. Ja, wow.
Was haben wir hier? Ne, das ist eine Deckung. Wo ist der Junge? Ey, ich hab dich doch hier hingeschickt, verdammt. Deckung, was haben wir hier? Das sieht doch aus wie ein Bums. Sprengsatz, ja nice. Nehmen wir. Questgegenstände. Ah, manche Gegenstände, die du bei einer Mission findest, brauchst du zum Erledigen deiner Aufgaben. Sie sind unten links im Inventar mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Yay. Ja, hier habe ich noch was zu tun. Na, kommt mit alle zusammen, Leute. Ihr seid Volkshelden. Ja, sehe ich auch so. Welche sind die 9 mm? Die hier? Genau, das hier sind die 9 mm. Zu ihm. Zu ihm. Der hat aber nicht... Ah, 43 hat er. So, das ist Shotgun. Das passt. Genau. Kann ich eigentlich auch so... Ah, sortieren. Cool. Tada. Alles nochmal individuell betrachtet. Hallo, individuell. Ich möchte gerne stacken. Geht nicht, schade. Du hast immer noch Shotgun-Munition. Und die hier. Warum? Achso. Du hast aber gut Munition. Weißt du nicht, wie ich die zusammenkriege, aber okay. Bei dir auch alles gut? Ja. Außer, dass du halt verwundet bist. Naja. So. Wir haben zum Sprengen. Ich speichere mal. Nicht, dass irgendwas kaputt geht noch. Okay, du nimmst dann lieber wieder dein Gewehr in die Hand. Das sieht irgendwie nicht so verkrampft aus, wenn er, wie wenn er mit dem Messer da steht. Geh mal hier dran. Was zu essen, gut. Aber beim Sumpf hinterm Zaun. Wo ist denn der Sumpf hinterm Zaun? Swamp behind the fence. Das oder was? Versteck oder wie? Und Steine. Hm. Was für ein Sumpf meint er denn? Oh. Sumpf hinterm Zaun. Ist das jetzt ein Hinweis auf eine andere Map? Muss man eben hier rumlaufen. Sumpf? Ja, hier wäre ein Zaun. Aber hier ist kein Sumpf. Hier komme ich gar nicht mehr hin. Nur hier wird das nicht sein. Ich hätte schon gern die MP, aber ist halt nicht, ne? Oh, was haben wir hinten hier? Start durchbohrend. Boah, Hulsuse. Okay, der ist halt verwundet, ne? Du gehst mal hier dran. Spezialkontrollbereiche. Du wirst zu Spezialbereichen kommen, wo Feinde Sanyok auch getarnt erkennen können. Versuche Sanyok so schnell wie möglich aus solchen Bereichen zu holen. Aha. Achso, du bist Sanyok, ne? Achso, weil du ein Kind bist, ne? Ich kann halt nicht deine Waffe auf nichts wechseln. Naja. Genau. Mein Reden. Ich wüsste nicht, wo der Sumpf sein soll, hier auf dieser Map. Also so ein Stash. Nee. Das wird auf einer anderen Map sein. Hat doch gesagt, nicht weit von hier, ne? Kann ich es irgendwo sehen? Fertigkeit, Inventar, taktische Karte? Nee. Enzyklopädie? Nee. Ich sehe es nicht. Aber vielleicht sehe ich es gleich in der Missionsübersicht, da ich da die Leute hinschicken kann. Wow. It's just a scratch. Ja, nice. Außer Betrieb. Da, 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 da. Ah, da geht's jetzt raus. Okay. Hier ist noch was. Gut, dass ich nochmal. Ach, hier kommt man ja gar nicht raus. Was ist das? Partisanenfibel 1. Du wirst zu Spezialbereich kommen, wo Feinde sind auch gedacht. Ja. Inventar. Ich will das Buch jetzt lesen. Okay.
Fast tot. Geschichte. Ah, Partisanenfibel. Denk dran, wenn du gegen einen Panzer... Ach, wow. Achso, ein mutiger Kämpfer fürchtet den Panzer nicht. Je furchtloser im Angesicht feindlicher Panzer bist, desto leichter wirst du mit ihnen fertig. Panzer braucht einen Motor, um sich zu bewegen. Schalt den Motor aus, Panzer sitzt fest. Ja, Panzer... Der Motor braucht Treibstoff. Kappe die Treibstoffversorgung. Panzer steht still. Aha. Ist noch Treibstoff im Tank? Versuche ihn in Brand zu setzen. Fängt der Treibstoff Feuer, brennt schon bald der ganze Panzer. Panzer fahren auf Ketten, um im Gelände mobiler zu sein. Versuche die Ketten oder das Antriebsritzel zu beschädigen, um den Panzer zum Stehen zu bringen. Okay. Ich denke, das ist irgendwie nur Story. Ah, Panzer, Kampfwagen 4. Die Gruppe bei der Musterung. Okay. Pravda. Okay, Propaganda, oder? Da lese ich mir jetzt nicht durch. Moment mal. Habe ich jetzt eigentlich alles hier? Aha, aha. Ich wusste, ich habe was übersehen. Oder noch nicht geöffnet. Wir gehen jetzt alle da gemeinschaftlich rein. Was zu saufen? Flasche, der Inhalt, was? Der Inhalt der Flasche könnte für den Feind interessant sein. Nehmen wir Flaschen. Wenn du eine Flasche auf den Boden legst, kommt der Feind, um sich den Inhalt anzusehen. Okay. Gut. Eine Spritze. Ja, cool. Aber jetzt habe ich wirklich alles durch, oder? Oh, hier ist noch... Ach, ist das hier vielleicht hinterm Zaun, der Sumpf? Laufen, laufen, laufen. Das hier sieht sumpfig aus, ne? Oh, hier wird die MP drin sein. Das wäre echt cool. Hinterm Zaun. Ja, cool. Ist bestimmt auch 9mm, ne? Ey, nimm alles. Alles. Das bedeutet... Oh, ich kann ihm endlich hier MP geben. Ja, nice. Was ist denn hier mit? Sind die kaputt oder was? Patronen. Aus einer guten Hülse lässt sich eine Pfeife oder ein... Ach so, sind irgendwie kaputt, also schon leer oder was? Ah, okay, das sind leere Hülsen. Verstehe. Ja, cool, jetzt hat er MP. Jetzt habe ich ihm aber schon das hier gegeben. Aber mit dem nächsten Punkt kriegt er halt das größere Trefferchance mit MP. Ja, cool. Haben wir denn jetzt wirklich alles? Ich will jetzt echt nichts vergessen. Ich gehe nochmal alles durch. Nö, da war ich ja auch. Das war's. Oh, Mann. Aber wir müssen ja eh hier oben hin. Das machen wir mal eben. Da. Ich mag das Spiel irgendwie. F1 habe ich doch gedrückt. Mann. Okay, ich schicke euch einzeln los. Hier sollte ja keine Bedrohung mehr sein. Ich hoffe auch, die heilen sich zwischendurch. Überleg auch gerade, ob ich die Waffen vielleicht ein bisschen umverteilen soll. Ja, du musst schon hier reingehen, Typ. Noch ein Buch. Partisanenfibel 3. Moment, Moment, Moment. Ich habe nur zwei Bücher, oder? Wo ist denn jetzt? Tipp. Achso, in Enzyklopädie und dann hier unten. Ey, wo ist denn die zweite? Moment mal. Also jetzt bleiben wir aber hier und suchen alles. Wo könnte denn Band 2 sein? Überall die ganzen Leichen hier. Nee, nee, nee. Hier sind die Ausgänge von der Map. Ich sehe nichts mehr. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Oh, hier vielleicht. Guck mal zu ihm. Wow, wow, wow. Ach. Leute, Leute. Wow. Das wäre echt tödlich gewesen. Kann ich nicht mehr mit dir reden? Schade. Was war denn noch hier zum Anklicken? Das ist nur zum Verstecken. Ich gehe trotzdem mal rein. Hat der Hund vielleicht ein Buch? Nee. Ja, das ist nur zum Verstecken, genau. Komm raus. Nö, das wird es gewesen sein. Dann hoffe ich mal, dass Band 2 sich auch irgendwo auffinden lässt. Also in einer nächsten Map. Wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Finde ich.
Gut, dann holen wir es alle zusammen. Und gehen hier raus. Wird auch Zeit nach der langen Mission hier. Anstrengend für die Leute auch. Möchtest du es? Ja, möchte ich. 21 von 21, nice. Alles bekommen. Ich habe gerade die Errungenschaft bei Steam gelesen. Mückenstich. Ein in der SS sind sehr gefährlich. Sie sind gut ausgebildet und ideologisch gefestigte Soldaten. Sie können mit schweren MGs bewaffnet sein. Oh nee. Aber wir haben eine Maschinenpistole. Ist ja schon mal ein bisschen was dagegen. Also jetzt hören wir wieder. But I still don't get it. Why did we have to blow up the tank? The fascists have thousands of them. One tank is nothing. Why didn't we blow up the bridge or something? Don't get ahead of yourself. Do you even know how a bridge structure works? One tank might be nothing, but that explosion is going to save a few dozen comrades' lives on the battlefield. Fortresses rise from a single rock, Senec. Live and learn. We'll see about bridges later. Genau. Gut. Ey, wir brauchen echt Vorräte für unsere Leute. Oh je. Medizin, Heilung. Ja, er muss halt behandelt werden. Oder er. Wobei, ihn brauche ich halt als Schützen. Wobei, dich ja auch. Aber wir nehmen erst dich. Achso, ich könnte auch beide heilen. Okay. Dann können wir leider nichts bauen, glaube ich. Die Sachen sind doch okay. Ich würde gerne was herstellen. Moment mal. Operation, Eisenbahnklick. Ja. Gerade alle Sachen verbraucht. Schade. Bericht. 1900 Pfund. Nee. Druckmoral erhöht sich. Erfahrung. Das würde ich halt machen. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt nur ihn reinziehe, das wird nichts bringen. Dann darfst du... Schnelle Reaktion, was ist das? Ach so, ja, das war die Mission. Nee, du gehst halt sammeln, Junge. Pilze übernehmen. Genau, das habe ich allen Aufgaben erteilt. Und werde sie nun dahin schicken. Ja, alles geplant. Die heilen sich erstmal zusammen im Zelt. Aber hiervon haben wir immer noch nicht. Ja, wir müssen ja die Vorräte sammeln, indem wir die richtigen Missionen machen. Bauen. Angelplatz kann ich machen. Da hätten wir Nahrung. Trophäen. Hallo. Was ist das? Geht nicht. Warum geht es nicht? Operation. Ach so. Ach, die gehen immer weg, oder was? Im Wald auf Feld 15 sollte noch Ausrüstung zu finden sein, die von einer Armee auf dem Rückzug hinterlassen wurde. Die sollten wir uns holen. Oh. Aber ist es jetzt so ein automatisches Dingens? Ja, ne? Warte mal. Die zwei haben 90% Chance. Wir könnten im Nachbardorf ein paar Flugblätter. 70%. Okay. Ich würde erst Trophäen hier machen. Dass du... Moment mal eben, ich muss was testen. Die einer ist immer 70, wie es aussieht. Will ich euch zwei die Trophäen holen? Du, Junge. Gehst Flyer aufhängen. Genau. Mach das mal. Ja, habe ich. Und jetzt kann ich wieder eine Mission machen. Jetzt habe ich es raus. Ha. So, zentrales Hauptquartier. Das habe ich jetzt beides gemacht. Genau. Geheimzutat, da muss ich alle hinschicken. Genau, für den Rest, da kann ich ja noch nichts bauen. Jetzt verstehe ich. Aha. So. Aber ins Lager gehen wir dennoch. Ich überlege gerade. Kann ich irgendwo sehen, wie gut du bist mit allen Sachen? Hier könnte ich es ja sehen, genau. Du bist halt gut mit Pistolen. Hier kann ich jetzt beibringen, Gewehre zu nutzen.
Weil du hast ja generell, genau, hier würde ich dir dann später MP geben, beim nächsten Level Up. Dauert noch ein bisschen. Ihm würde ich dann Gewehre geben. Und er ist halt so Schrotflinte, ne? Ah, Gewehre kannst du aber auch. Das heißt halt, er muss auf jeden Fall MP bekommen. Weil du wirst das halt gar nicht lernen können, nur Gewehre. Genau. Oder Pistolen. Aber vielleicht gewinnen wir ja noch irgendwen dazu. Ich überlege jetzt gerade aber, ob wir hier... Wir haben auch zu wenig Munition dafür. Das hier sind 9mm. 762, die ist ja für dich. Aber du hast genug 43, das passt. Ja, aber die passt es ja auch, denke ich. Und du bist sowieso gerade super bewaffnet. Ich würde sagen, ja, die Pistole behältst du aber mal lieber. Nachher bist du wieder verwundet und dann habe ich den Salat. Weil du hast auch noch ein Messer. Ich würde sagen, das hier als primäre Waffe holen. Genau. Wir gehen los zur Mission. Obwohl, die werden wir in der nächsten Episode sehen. Ich beende die heutige nämlich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich die nächste Mission in Angriff nehme, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.